So, ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 8. April 2020. Und ich habe noch nicht reingeguckt, aber hier steht zum grün übertitelten Teil Solingen, grün Solingen, was mich schon stört. Erster Solinger an Covid-19 gestorben. Ich schlage dazu mal den Lokalteil auf. Seite 13. Erster Solinger stirbt an Covid-19. 84-Jähriger hatte schwere Vorerkrankungen. Zahl der Infizierten stabilisiert sich. Stadt mahnt zu Vorsicht an den Ostertagen. Erstmals ist ein Patient aus Solingen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Professor Dr. Thomas Standl berichtete bei einer Videopressekonferenz am Montag, dass im Klinikum ein Hochrisikopatient durch Covid-19 zu Tode gekommen sei. Der 64-Jährige sei Ende März mit schweren Vorerkrankungen ins städtische Klinikum eingeliefert worden, wo die Ärzte eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt hätten, teilte Stadtsprecher Thomas Kraft auf Anfrage mit. Zitat Anfang: Er wurde deshalb auf der Isolierstation behandelt. Zitat Ende: Am 28. März sei er gestorben. Bereits vor 3 Wochen war ein 83-jähriger Hahner im Krankenhaus Bethanien der Lungenkrankheit erlegen. In der Solinger Corona-Statistik ist seit Tagen von einem Todesfall die Rede. Dabei handelt es sich um den Solinger Patienten, erklärte Thomas Kraft. Der aus Hahn taucht in der Statistik nicht auf, der nicht aus der Klingenstadt stammte. Der aus Hahn tauche, ja, so. Die Zahl der mit dem, warum dann da stammte, steht, weiß ich nicht, da muss dann Stamme stehen, aber egal. So. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Solingen scheint sich indessen zu stabilisieren. Bei 88 Patienten sei eine Infektion aktuell nachgewiesen, hieß es gestern aus dem Rathaus. 17 Patienten würden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Stadt appelliert zu Ostern an die Vernunft der Bürger. Derweil appelliert die Stadt angesichts der bevorstehenden Feiertage an die Bürger, sich auch an Ostern gewissenhaft an das Kontaktverbot und die damit verbundenen Schutzbestimmungen zu halten. Auch wenn es manchen Solingern angesichts des schönen Wetters am Wochenende schwerfallen dürfte, Grillfeste oder Picknicks in öffentlichen Parks und Grünanlagen sind ausdrücklich untersagt. Erlaubt ist Grillen nach Angaben der Stadt hingegen privat, im eigenen Garten oder auf dem Balkon, solange dies innerhalb der eigenen Familie bzw. zwischen Personen eines Haushalts stattfindet. Auch auf Osterspaziergänge muss nicht verzichtet werden, allerdings maximal zu zweit oder als Kernfamilie mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Das ist ein Zitat, betont Rathaussprecherin Stefanie Mergehen. Radfahrer und Fußgänger werden gebeten, sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll zu bewegen und, Zitat Anfang, Engpässe
Pässe zu vermeiden, Zitat Ende, heißt es bei der Stadt. Auch die traditionellen Osterfeuer müssten aufgrund der Krise in diesem Jahr entfallen. Und auch wenn öffentliche Gottesdienste aufgrund des derzeit geltenden Versammlungsverbotes an Ostern nicht stattfinden können, müssen Gläubige doch nicht gänzlich auf ihre Osterandacht verzichten. So werden viele Gottesdienste an den Ostertagen live im Internet übertragen. Auch der Zutritt zu den Kirchen für Katholiken nur eingeschränkt. Auch der Zutritt zu den Kirchen ist für Katholiken nur eingeschränkt möglich. So sind die Gotteshäuser St. Clemens, St. Suibertus und St. Mariä Himmelfahrt am Ostersonntag und Montag jeweils von 10 bis 15 Uhr für das stille Gebet geöffnet. Die Gläubigen werden allerdings gebeten, die Abstandsregeln streng einzuhalten. Einen anderen Weg geht die evangelische Kirche. Wir folgen da der strengen Linie der evangelischen Landeskirche, die vorsieht, die Kirchen über Ostern komplett zu schließen. Zitat, sagt Pfarrer Bernd Reinshagen, Pfarrer der Kirchengemeinde in Wald. Für diese biete dafür einen, Zitat Anfang, Tütengottesdienst, Zitat Ende an. Verweis auf Seite 15. Dabei werden die Liturgietexte mit Psalmgebeten und Andachten in Tüten an die Gläubigen verteilt und an die Kirchentür gehängt. Reinshagen, Zitat, damit wollten wir ein alternatives Angebot für die Gläubigen schaffen. Dazu gibt es außerdem einen Standpunkt, den ich nicht vorlese. Tschüss.